Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Yeah, wir spielen es endlich mal weiter. Ich habe es endlich mal geschafft. Ich habe schon ein bisschen trainiert gestern. Nicht viel, aber ich musste auch erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Und wie man vielleicht sieht, oben rechts unter der Karte haben wir auf einmal 0 von 9 und einen Mokri-Kopf. Das hatten wir meiner Meinung nach in der letzten Aufnahme noch nicht, denn ich habe einen Mokri angesprochen. Auf einem Stück des Waldes, wenn ich die Karte hier mal aufmache. Moment, wo war das nochmal? Auf jeden Fall sehen wir jetzt hier auch viele, viele Dinge blinken. Da war es nicht. Das war, glaube ich, hier. Auf diesem Kartenabschnitt. Und auf einmal hieß es halt, ja, sammle mal die faulen Mokris ein. Und wir machen das jetzt erstmal, bevor wir uns nochmal an das Elementar ranwagen. Nein, es war kein Elementar, es war ein Bomber, ne? Es war, glaube ich, ein Bomber und wir laufen in die falsche Richtung. Da lang sind keine Mokris, die sind alle hier lang. Und dann schauen wir mal. Wahrscheinlich kommen wir dann immer noch nicht weiter. Ich kenne ja mein Glück. Gehe ich richtig? Nicht wirklich. Ich muss hier lang. So, also sammeln wir jetzt faule Mokris auf. So, da haben wir auch schon welche. Oh. Guten Tag. Ja, und Ash hat auf jeden Fall ein neues Schwert. Wie man sicherlich auch sieht, sie hatte vorher einen Einhänder und ein Schild und jetzt hat sie einen Katana. Wunderschön. Macht mehr Schaden, deswegen hat sie das jetzt. So, Mokris, was los? Wir? Wir sind die Mokris, die weiter hinten das Tor in Stand bringen, Kupo. Zurzeit befinden wir uns in einer selbst auferlegten Ruhepause, Kupo. Kupo? Der Meister wartet schon ganz ungeduldig auf uns, Kupo? Dabei haben wir unsere verdiente Ruhephase doch soeben erst begonnen, Kupo. Ja, natürlich. Auf Wiedersehen, Kupo. Übrigens drücken sich noch 7 andere Mokris vor der Arbeit, Kupo. Und mir fällt gerade auf, Kupo, ich habe mein Fenster nicht zugemacht. Na, mal schauen, wie lange das gut geht, weil hier heute irgendwie irgend so ein dämliches Fest, Stadtfest ist. Na, mal schauen. Ob man davon dann was hört oder nicht. Muss ich zwischendurch noch zumachen. So, erzählen die jetzt das Gleiche? Oha, seltene Besucher, Kupo. Wir sind die fleißigen Mokris, die drüben das Tor reparieren, Kupo. Wir erholen uns von der Kupo-schweren Arbeit, Kupo. Kupo? Der Meister wundert sich, wo wir bleiben? Dann sollten wir zurück, Kupo. Wenn der Meister sauer ist, ist nicht gut Kirschen essen mit ihm. Auf Wiedersehen, Kupo. Übrigens drücken sich noch 5 andere Mokris vor der Arbeit, Kupo. Ja. Wenn ich da jetzt drücke, es ist verlassen. Rein komme ich natürlich auch nicht. So, 4 von 9 haben wir jetzt schon. Wo müssen wir jetzt lang? Runter. Mhm. Nach unten müssen wir, also hier lang. Und dann hier lang, würde ich sagen. Haben wir da schönes? Oh, ein Hasi. Ein Fortuna-Hasi. Gleich nicht mehr. Gleich ist es Matsch. Sag ich ja. Matsch. So. Steuerung ist für mich immer irgendwie ein Rätsel hier. Ist ja nichts Neues. Das ist auch wieder ein Hase. Müssen wir da lang? Ja, wir müssen da lang. Tja, Hasi. Wir müssen hier lang. Du bist mir im Weg. Das schließe ich jetzt einfach mal so. Ey, 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 ey. Nicht wegrennen. Das zählt nicht. So.
bisschen EP sammeln. Denn ich habe so die Vermutung, dass wir wahrscheinlich trotzdem... Was bist du? Auch ein Hase. Und eine Kiste. Und... Was bist du? Supi. Okay. Was bist du? Du siehst auch aus wie so ein Hase, aber wie ein besonderer... Nein, nicht verwirrt sein, Barth. Nicht verwirrt sein. Barth vor allen Dingen. Balthia natürlich. Ich schmeiß hier gleich mal zwei Namen durcheinander. Wo haben wir es denn? Riechsalz, Riechsalz, Riechsalz. Da haben wir es. Boah, ey, dieser nervige Fortuna-Hase jetzt hier. Ja, Ash, du kannst gleich noch mal heilen. Okay, geht ja schon super los. So, kommst du halt rein. Ah, okay, der Fortuna-Hase ist tot. Und da ist natürlich noch ein Fortuna-Hase. Das gibt's doch nicht! Naja, weißt du was? Das reicht's. Bock mehr. Geht los hier. There's a problem. Do everything. Ich hab keine Lust hier direkt nach dem Start der Aufnahme schon zu sterben. Mann, ey, deutsche Sprache ist schwer. Schwere Sprache, Alter, was ist denn los heute hier? Deutsch ist heute nicht so meine Stärke, habe ich das Gefühl. Ganz surprise for you. Dafür toi toi toi. Toi toi toi. Und dreimal auf Holz geklopft. Ist das gerade richtig gut. Bis jetzt. Jetzt natürlich nicht mehr, weil ich es angesprochen habe. Reichen könnte. Es ist ja nur ein Exot und kein Boss. Na. Ach Mann. Vielleicht reicht's ja schon. Nein. Aber immerhin ist das Vieh halb tot. Und ich mache jetzt erstmal den scheiß Hasen. Ja, mich nämlich gewaltig nervt. So, und jetzt aber du. Ah, jetzt hat natürlich hier keiner irgendwie... Hab ich Ether? Jetzt hat natürlich keiner hier MP, um zu heilen im Zweifelsfall. Warn, du kriegst mal einen Ether. Genau, das möchte ich nämlich meinen. Oh, Alter, jetzt ist Wahn verwirrt. Gibt's doch nicht. Riechsalz, da haben wir's. Komm, es ist fast tot. Es fehlt doch nicht mehr viel. Lässt du das mal? So, jetzt kann ich ihn nämlich nicht steuern, weil er ein Berserker ist. Mann! Ah, da habe ich vielleicht irgendeine Weißmagie, die dagegen hilft. Toxin, Sturm, nein. Item? Ich konfus. Stein und Blem, Virus. Stopp. Nein. Dann
Andererseits geht das ja sonst auch nicht weg. Okay, dann müssen wir mal kurz Gambit aus, Gambit an. Ihr kommt ja wenigstens mit. So, wollte ich da lang? Jo, wollte ich wohl. Was man nicht alles macht, um so einen Exoten zu erledigen. Kürbisse! Auf sie mit Gebrühl! Oh, Barsch ist schon wieder geheilt. Sehr schön. Dann dürfte es ja bei Barsia auch nicht mehr lange dauern. Ja. Sehr gut. Dann erstmal wieder Gambit an, Gambit aus. Und ich will dich wieder steuern. Vielen Dank. Und wir gehen erstmal hier lang. Hier lang. Kürbisköpfchen. Yay. Aus dir mache ich Suppe. Oder Püree. Bams. So. An die Arbeit, Jungs und Mädels. Und Mokris. Ja. Kupupo, der Meister sucht uns Kupo. Dann Kupo, wie los? Bevor er wieder anfängt zu schmollen und uns seinen Bommel um die Ohren schlägt. Moment, das klingt falsch. Ja, noch 3 Mokris. Hase. Ey, der Kern bringt dir nichts. Fliehen ist zwecklos. Sag ich ja, zwecklos. Au. Hörst du auf damit? Reiartig. Sei lieb. Und stirb. So wie es sich gehört. So, wo müssen wir lang? Nicht hier lang. Sondern hier entlang. Da links, okay. Also zur Kiste. Kriegen wir Schönes? Ida. Sehr schön. Haben wir den wieder rein, den wir rausgeworfen haben. Und ein Speicherkristall. Nein, ich wollte mich nur heilen. Weil ich dann nämlich... Wobei, eigentlich könnte ich dich auch drin behalten. So, aber Ash lebt jetzt wenigstens wieder. Was ist das? Nichts für uns, okay. Wo ist der Baumhaus? Da ist der Baumhaus. Sind da 3 drin? Tatsache, da sind 3 drin. Ja. Kupo, der Meister ärgert sich schwarz, dass wir noch nicht zurück sind. Immer diese Schinderei, Kupo. Also dann, nichts wie zurück, Kupopo. Jetzt habt ihr uns alle gefunden, Kupo. Und damit der Meister nicht länger warten muss, machen wir uns auf den Weg, Kupo. Alle faulenzen Mokris wurden ausfindig gemacht. Sehr schön. Wollt ihr mitkommen, Kupo? Ach ja, warum nicht?
Dann folgt uns, Kubo. Ja, wirklich. Ich dachte jetzt, ihr tragt mich. Ich überlege gerade, hätte ich mich dann gar nicht so wegen dem Bomber ärgern müssen? Weil alle mit angefasst haben, waren die Reparaturarbeiten ein Klacks, Kubo. Wir sind die größten Mokris weit und breit, Kubo. Open the gate. Und jetzt können wir nochmal mit allen reden. Yay! Im Bälde brechen wir auf, um uns der Windmühlen der Cerobi-Steppe anzunehmen, Kubo. Danach feiern wir im Balfonheim unseren grandiosen Erfolg. Mit Freude erfüllt es mich, wenn man in Gemeinschaftsarbeit etwas Tolles vollbracht hat, Kubo. Als nächstes geht es in die Cerobi-Steppe, Kubo. Ich glaube, wir sind hier falsch, hä? Hier gibt es für uns nichts mehr zu tun, Kubo. Unsere Arbeit ist getan und die nächste folgt zugleich. Bis zur Cerobi-Steppe, ist es ein langer Weg. Als nächstes geht es in die Mosphora-Berge, Kupu. Aber wann und was repariert werden soll, weiß nur der Vorarbeiter. Und der ist unauffindbar. Die Ruine, die wir nicht wieder aufbauen können, muss erst noch gebaut werden, Kupu. Ich freue mich schon auf die Mosphora-Berge. So selig vereint waren wir Mokris aus dem Mokri-Bauunternehmen lange nicht mehr, Kupu. Bald brechen wir gegen Mosphora-Berge auf. Das Mokri-Bauunternehmen übernimmt jeden Auftrag, Kubo, wenn wir bis zum anderen Ende von Ivalis reisen müssen, Kubo. Totenstadt Nabudis heißt unsere nächste Baustelle, Kubo. Grauenvoll soll der Nabudis-Palast beherbergen. Mir zittert der Bommel, Kubo. Freiwillig möchte ich nicht in die Totenstadt Nabudis, Kubo, wo grausame Dämonen ihr Unwesen treiben, Kubo. Sicherheit hat Vorrang, Kubo. Auch durch euer Mitwirken sind die Arbeiten nun endlich abgeschlossen. Bitte nehmt unser bescheidenes Geschenk entgegen, Kubo. Stiefel. Hier beginnt die Fohnküste, Kubo. Ein traumhaftes Gestade, das komischerweise besonders von grobschlächtigen Gesellen besucht wird. Okay, also sind wir hier wohl doch richtig, glaube ich. Aber erstmal gucken, wir haben das war falsch. Wir haben Stiefelchen bekommen. Kann die irgendjemand tragen? Nein, 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 nein. Lass mich raten, die Stiefel sind wahrscheinlich ein Accessoire. Nur Ordinärwolle. Oh, so ordinär. Items, Waffen, Munition, Rüstung, Accessoires. Ja, die Stiefel sind nur Accessoires. Okay. So, na dann. Müssen wir denn jetzt hier lang? Moment. Endlich, imperialer Boden. Okay, also sind wir wohl richtig. Und los geht's. Ein langer Ladebildschirm. It would seem we made the right choice. If we'd taken the easy way and come by airship, one of those patrols would no doubt have been quick to roll out the red carpet. We're on the Empire's doorstep now, so we shouldn't have to worry quite so much. But that's no excuse to get sloppy. It is still a long road to the capital. Na dann, erstmal speichern. Erst einmal speichern und dann machen wir uns auf den langen Weg in die Hauptstadt. So. Los geht's. Aber wo muss ich lang? Okay, das liegt nordöstlich, also eigentlich da lang. Was haben wir denn da Süßes?
Eine Mandragora. Mal gucken, wie lange noch. Aus dir mache ich Schaschlik.